Ja, füllend, aber ich weiß nicht, ob das gut aussieht. Zeig mal. Vielleicht sind da auch so Punkte. Grüne Punkte. Aber nachher No Refugees. Nee, wie heißt das? No Refugees. Nochmal. Refugees. Mach jetzt. No Refugees, please. No Refugees. Geht nicht zum Arzt und sagt, Herr Doktor, ja? Also, geht ein Schwarzer zum Arzt und sagt, Herr Doktor, immer wenn ich Sex habe, brennen mir die Augen. Sagt der Arzt, das ist doch völlig normal, das ist das Pfefferspray. Was ist los? Schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr sehen wollt. Ich kann auch ohne Krücken stehen. Ich habe alle nur verarscht jahrelang. Ich hole mir den Vlogs, dies, das, ich, wie ich mal schwimmen gehe. Ich habe auch überlegt, dass ich einfach mal mache, Gio, sei mal einen Tag ich. Sprich, wenn du jetzt Konditor bist, komme ich einfach mal zu dir und mach einen Tag Praktikum bei dir. Verstehst du das? Real Life Story. Da waren wir in der. In der. Hier ist denn der Scheißkafter? In Berlin, Berlin, wie hieß denn das? So, wo Klassenfahrt ist immer. Berlin. Nicht Kreuzberg. Hier erstmal jetzt Kreuzberg. Nicht Berlin. Wie heißt denn das? Blossin in Berlin. Kennt ihr das? Das sind so Holzhütten und so waldmäßig und dann. War gut, viel Sex gehabt. Auf jeden Fall waren wir da mit der Klasse, haben da, ich weiß nicht mehr, Klassenreise gemacht, keine Ahnung welche, weil ich war ja nie in der Schule, keine Ahnung, ob mittlere oder Abschlussreise oder Zwischendurchreise oder mal so Reise, keine Ahnung. Ich weiß nur, ich habe da der Typ an den Schalter einfach so behindert. Ich habe 50 Euro gewechselt oder gegeben, er gibt mir 55 wieder. Am nächsten Tag, ich gebe 50, er gibt mir 57. Tschüss, Mama, tschüss. Sitzen wir abends alle draußen, der Lehrer sagt, ja, wie das immer so ist in der Schule, um 8 Uhr, guckt er auf Rolex, weißt du, seine Uhr ist ja schon eine Dreiviertelstunde vorgestellt, Alter, wenn das bei uns auf Rolex, Alter, 7 ist, dann ist bei ihnen schon 8:30, weißt du, da sind schon alle Lichter aus. Dann guckt er ganz nervös auf die Uhr, Kinder, 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 ich sag, was ist, ich sag, wer ist gestorben, Kollege, Kinder, Kinder, ihr müsst alle ins Bett, ich sag, was für Bett, Kollege, ich sag, guck mal auf Rolex, ich sag, wird gleich wieder hell, sag ich, sag, als Maulmensch, geh ins Bett zu deiner Alten da, oder was. Alter, wir stehen da alle im Kreis, voll die lustige Runde, und er kommt und labert, ihr Kinder, 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 ich sag, was ist, Lehrer, ich sag, was willst du mit der Finger? Ich sag, bist du schwul im Kopf oder was? Oh Mensch, wenigstens hier mal zusammenhalten. Ich denk, Alter, was will er denn? Erzähl dir, was ich mal sehe. Alter, der See ist 100 Meter lang, Alter, 14 Kilometer tief. Alter, was ja, wenn man hier einfach scharen will, dann kann man das hier auf jeden Fall machen. Weil so ein alter Ali, Alter, der bei uns in der Klasse war, den erstmal angeguckt. Ich war schon jemanden, weißt du, wo du gedacht hast, nee. Weil er stand da, hat sich fast in die Hose geschissen. Naja, auf jeden Fall war das denn so. Wir sitzen da alle und chillen da. Unser Leben kommt eher an Kinder, Kinder, Kinder. Ich sag, was ist Riegel, Riegel, Riegel? Wir sollten alle ins Bett. Ich sag, meine Fresse, geht mir auf den Sack. Und ihr geht, kennt ihr ja Lehrer, ne? Weil so Hose bis hier hochgezogen musst du sofort links oder rechts Träger, kannst du nicht sagen, weil der Schwanz hier immer steht. Links oder rechts Ständer, Träger. Ich schiebe jetzt Wache, sagt er. Alter, was für er denn? Er schiebt Wache, Alter. Weißt du, mein Kollege, Alter, der Russe, der Sergej, der voll wie was weiß ich was, Alter. Wie, keine Ahnung was, Alter. Der echt, Alter, voll wie 20 Russen, ey. Der geht da los, zieh dir mal einen Baum. Kommst du? Guck, ich sag, was ist der? Ich sag, komm mal ins Bett, Alter. Ich sag, hier siehst du nicht, dass der Spackel da vorne steht und hier beobachtet. Komm so. Ich sag, das ist ein Baum. Ich sag, wo soll der hin? Ich sag, oder hast du schon mal gesehen, einen Russen, der mit einer Eiche durchs Wohnzimmer in sein Bett reinschleppt oder was? Nee, dieser gute Freund von mir. Siehst du nicht? Guter Freund, ich liebe. Alter, ich geh alles klar, ey. Der war aber richtig voll, ey. Kiste rein, ich denk, meine Fresse, geh mir auf. Ich weiß noch, hatten wir bei uns eine Türke, Alter. Eine Türkin, also alles solche Glocken. Oh, und die bei mir ab ins Bett. Ich hab mich gefreut wie 10, Alter, wie was weiß ich was, 10 Kinder auf einer Weihnacht. Die Lichter, ich schon an der Möpse gespielt. Alter, auf einmal geht Lichter an, da steht der Hampelmann im Zimmer. Ich sag, was denn jetzt? Das kann wohl nicht angehen. Wer hier gegen, was weiß ich, Schulgesetze verstößt, was er mir erzählt, der fliegt hier sofort raus. Ich sag, halt's Maul, du hast doch gerade. Ich sag, oder ich, guck mal hier, sag ich zu ihm. Was sagst du, wie geht's der Familie? Ja, ganz gut so und so. Hast du gehört, Spritpreise? Echt? Yeah. Ja, das ist echt. Ist ganz gut. Ja, echt. Boah. Heftig. Ach, was ist das? Hm? Boah. Ja, auf jeden Fall verpiss die Husten mal woanders. Und mein Bruder kann leider gar nicht, er ist ein bisschen behindert. Ja, wie auch immer, Leute. Also schreibt in die Kommentare, was ihr sehen wollt, was ihr machen wollt, haben wollt, machen, tun, sollen, wollen, wie auch immer. Lasst einen Daumen hoch da oder steckt euch den Daumen in den Arsch. Wir sehen uns dann. Jo, jo. Erdbeben. Jo. Ihr sagt jetzt tschüss. Hab ich doch schon viermal gesagt. Ja. Tschüss, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15.